Mal schauen, ob der heutige Shop-In ganz genau 17 Sekunden gut wird. Vergesst nicht wie immer davor zu liken und zu abonnieren. Danke für euren Support. Wichtige Shop-Änderung, ab jetzt immer um 2 Uhr. Habe ich zwar gestern schon gesagt, aber erwähne ich nochmal hier. Shop-Videos immer so um 2.10 Uhr. Allgemein immer aktualisiert wird das Ganze um 2 Uhr. Challenges immer um 15 Uhr. Shop-Leaks immer um 0.00 Uhr. Und Updates 9 oder 10 Uhr. Aber da ist nicht bekannt, ob es da eine Änderung geben wird. Heute im Shop haben wir was Neues. Aua. 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 Aber dafür haben wir noch dieses Bundle im Shop. Diese ganzen Sachen auch weiterhin im Shop. Also der Shop ist echt... Wartet mal, haben wir... Schade, wir haben das Starterpaket immer noch nicht da. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall noch diesen Monat erscheinen, das neue Starterpaket. Ich hoffe es zumindest. Der Skin, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, fühle ich absolut gar nicht. Cape, also das Backbling, fühle ich auch nicht. Spitzhacke geht... Geht einigermaßen klar. Ansonsten alles einzeln kaufbar vom Bundle. 1,5 würde ich jetzt nicht kaufen. 800 ist in Ordnung. Was gibt es hier? Zero Skin. Ist kein schlechter Skin. Aber ultra, ultra auffällig. Ein bisschen zu viel. Ist zwar cool designt, aber ein bisschen too much. Für 2000 würde ich das Ganze nicht mehr kaufen. Lackierung. Ja, ist jetzt auch nicht so meins, zwar cool animiert, aber hier noch ein bisschen, hier, ihr kennt es ja bei mir, bei den Lackierungen, dann wäre sie für mich cool. Zweiter Bereich von heute, also ich glaube, dass wir heute nichts Seltenes im Shop haben. Die Banane hier, ja, Charlius Maximus, glaube ich, ist der Kollege hier, ja genau, das ist er, ist in Ordnung, aber auch kein Muss. Irgendwie Spitzhacke für den Preis. Perfekter Preis und lässt sich auch mega, mega gut spielen. Fade, boah, den habe ich glaube ich schon ein bisschen länger nicht mehr im Shop da gesehen hier, aber ich glaube, die ist nicht selten, so vielleicht 100 Tage alt oder so. Omen, ja, auch nichts Krasses leider mehr. Spitzhacke finde ich nicht so nice. Zaun geht so, die finde ich nice. Wenn die nicht so teuer wäre, dann würde ich die mir auf jeden Fall gönnen. Das ist schön animiert hier, lässt sich bestimmt gut spielen. Ansonsten haben wir hier Spaltflügel. Sehr, sehr 0815. Für 1,2 würde ich das auch nicht kaufen. Ansonsten heute der letzte Bereich von heute. Aber ich schaue gleich auf Twitter. Nicht, dass wir doch das Starterpaket haben und es wird einfach nicht angezeigt. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Die war, glaube ich, mal ultra selten. Ich schaue mal ganz kurz nach, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. So, Starterpaket, bitte, 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 bitte. Nee, Starterpaket ist heute nicht da. Haben wir was Seltenes heute im Shop? Bitte, irgendwas Seltenes. Komm schon, ich sehe gerade nichts Seltenes. Das Seltenste... Wow, Fate war zuletzt im Shop vor 33 Tagen da gewesen. Von wegen 100 Tagen. Das Seltenste schauen wir uns gerade tatsächlich an. 137 Tage. Heute ist auch nichts Seltenes drin. So zwischen 80 und 137 Tagen. Das ist so das Seltenste. Also 84 noch ein Gleiter dabei. Aber der Rest ist wirklich unspektakulär. Seestern, sehr, sehr nicer Skin. Muss ich auch viel, viel öfter mal spielen. Sehr nicer Skin, gefällt mir. Taxi für 200, ja... Ist in Ordnung für 200. Die Lackierung für 300 ist nice. Hat ein schönes rotes Leuchten. Das sieht irgendwie so matt aus. Sieht cool aus. Sieht sehr, sehr nice aus. Dieses Emote, sehr chillig für 200. Macht man hier nichts verkehrt. Das ist 84 Tage alt. Ist das zweite Seltenste heute vom Shop. Sehr leise. Lässt sich gut spielen. Perfekt für 800. Ansonsten war es auch hier schon mit dem kurzen Shop-Video. Vergesst nicht wie gewohnt meinen Code im Shop einzutragen. Kuss geht auf jeden Fall raus. Und es war es dann auch hier schon mit dem kurzen Shop-Video. Video.